Ein herzliches Grüß Gott miteinander bei den Meisterschulen am Ostbahnhof. Mein Name ist Wolfram Ostermeier und wie Sie sehen, bin ich leider nicht persönlich da. Ich habe Ihnen aber mein virtuelles Ich mitgebracht, das wir Sie jetzt dann durch das Programm führen. Es geht im Prinzip um 10 Gründe für ein Smart Home bzw. KNX. Wenn Sie jetzt meinen Kollegen hier noch in 3D sehen wollen, greifen Sie bitte einmal unter Ihren Stuhl, wenn Sie einen Platz gefunden haben. Da sind dann 3D-Brillen für Sie bereit. Nein, kleiner Scherz, gibt es natürlich keine. Ich bin auch nicht schöner in 3D, das heißt, 2D reicht vollkommen. Jetzt geben wir ab zu meinen Kollegen hier. Du darfst jetzt starten. Also, wir kümmern uns Und jetzt ich bin hier erstmal weg. um 10 Gründe für ein Smart Home, einschließlich natürlich, warum lieber KNX als andere Bussysteme. Wir können gleich mal anfangen, und zwar, ja, warum sollte man sich denn jetzt überhaupt ein Bussystem einbauen? Die meisten werden jetzt sagen, ja, weiß ich nicht, das ist mir zu teuer, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile ist es von den Preisen her so, dass es erträglich ist. Und wenn man tatsächlich ein neues Haus bauen sollte, werden Sie feststellen, der Preis ist nicht so viel mehr als bei einer konventionellen Installation. Und noch dazu, und jetzt kommt der erste Grund auch schon, wir haben eine entsprechende Komforterhöhung natürlich durch den Bus. Was heißt denn jetzt Komforterhöhung? Ganz einfach, wir gehen in den Keller, holen unser Bier und jeder kennt das Problem. Wir haben das Bier geholt, freuen uns, dass wir ein Bier haben, setzen uns auf die Couch und stellen fest, ah, ich habe vergessen, das Licht auszuschalten. Alleine schon wegen dem ist es super, wenn man auch im Keller ein Bussystem hat und da ist es momentan noch wurscht, welches Bussystem. Ja, man müsste jetzt im Prinzip aufstehen, müsste wieder runterlaufen und müsste das Licht per Hand ausschalten. Mit dem Bussystem oder mit einem Smart Home ist es ganz einfach. Entweder ich habe unten tatsächlich gleich Bewegungsmelder eingebaut, das heißt, ich gehe wieder hoch, das Licht schaltet sowieso aus, oder man lässt so, ich mag Bewegungsmelder auch nicht unbedingt so. Ja, man hat eine App am Handy, am besten immer nur eine für das ganze Gebäude, nicht für alle Gewerke eine andere, schaltet dann sein Licht aus und fertig ist die Geschichte. Das heißt, ich kann mich wieder schön meinem Fernsehprogramm widmen, Fußball oder was auch immer man anschauen möchte, und ich muss mich nicht mehr um das Licht kümmern. Der zweite Grund wäre jetzt Steigerung der Sicherheit. Es ist ganz einfach. In den neuen Gebäuden, die sind natürlich meistens etwas, ja, wie soll ich sagen, besser ausgestattet als die älteren. Und zwar alleine schon von den Fenstern her. Jedes Fenster hat bei den meisten Fällen schon irgendwo einen Fensterkontakt eingebaut. Das heißt, sobald ich das Fenster öffne, habe ich einen Kontakt, der unterbrochen wird. Und wenn jetzt das Fenster offen ist, möchte ich natürlich nicht, gerade in München zum Beispiel, in den ländlichen Gebieten ist es natürlich auch so, im Erdgeschoss, wenn ich das Haus verlasse, möchte ich natürlich nicht das Fenster vergessen. Jeder kennt es bestimmt, wenn er in Urlaub fährt und fährt dann gerade los, fährt auf die Autobahn und dann kommt die Frau oder der Mann, je nachdem wer der Beifahrer ist, und sagt, haben wir denn alle Fenster zugemacht? Um Gottes Willen. Oder ist der Herd noch an? Haben wir den ausgemacht? Ja, obwohl in der Früh meistens keiner kocht, aber man fragt sich tatsächlich, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich die Lichter ausgemacht? In einem Smart Home würde mir, sobald ich das Haus verlasse, und das ist jetzt auch keine Utopie, das ist relativ einfach gemacht, sobald ich das Haus verlasse, ich drücke entweder einen Schalter oder ich lasse mein Handy, jeder hat, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat es jeder ein Handy mit WLAN. Und ich kann mir mit den neueren Routern, also es muss auch nicht neu sein, unsere Fritzbox hier oben, wenn er da schaut, die hilft da auch schon weiter. Ich kann mir das WLAN überwachen lassen. Das heißt, sobald mein Handy, das der Frau, das der Kinder sich im WLAN befindet, geht das Haus in einen Zustand, der eben sagt, okay, jetzt ist jemand da. Und wenn alle Handys außer Haus sind, bekommt einer von denen oder alle von mir aus eine Push-Mitteilung aufs Handy, wo dort steht, es sind alle Fenster zu, oder ich habe zum Beispiel eins vergessen, es ist das Fenster im zweiten OG noch offen. Relativ einfach gemacht, kostet auch nicht die Welt, steigert aber natürlich immens die Sicherheit und das gute Gefühl, wenn ich das Haus verlasse, ja, es ist alles in Ordnung, ich habe nichts vergessen, ich habe die Lichter alle ausgeschalten, oder, und das ist das andere, wenn ich schon mein WLAN überwache, so ist es bei mir zu Hause zum Beispiel auch, wenn mein Handy und das von meiner Frau nicht mehr im WLAN-Netz sind, schalten alle Geräte, die jetzt im Haus sind, die eigentlich an waren, aus. Das heißt, ich muss mich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern, ich mache es trotzdem. Die schalten aus, Lichter sind alle aus und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Genauso natürlich kann ich den Weg zurück machen. Das heißt, ich fahre irgendwo in die Nähe und mein Garagentor geht auf. Da gibt es ganz viele Videos ja schon dafür oder davon.
die das eben zeigen. Aber wie gesagt, also die Ausführung mit einem Smart Home, wenn ich schon was vorbereitet habe, ist da dann relativ einfach. Und jetzt kommen wir da schon dazu, wo das Ganze reinzielt. Das ist jetzt der dritte Grund. Das ist einmal die Flexibilität. Ich kann, wenn ich möchte, natürlich meine ganzen Schalter. Also ich habe jetzt hier nur ein kleines Beispiel. Das wären jetzt die Gerätschaften, die wir hier haben. Ich habe zu Hause auch noch ein paar andere. Ja, diese Schalter kann ich natürlich zum einen flexibel belegen. Das Schöne ist aber natürlich das, wenn ich sie einmal belegt habe, jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass es nicht so spiegelt, wenn ich sie einmal belegt habe, ist das ja nicht das Ende. Das heißt, ich kann das jederzeit wieder ändern. Und da jetzt mal Stichwort zum Beispiel in einem Kinderzimmer. Wie sollten denn im Kinderzimmer, wie sollte die Bedienbarkeit sein? Ja, relativ einfach. Die Kinder gehen nach drinnen, drücken einen Knopf, die Lichter gehen an oder das Licht geht an. Vielleicht noch einen Knopf, Jalousie auf, zumachen, je nachdem, was für eine Ausstattung das man hat. Jetzt werden aber die Kinder mit der Zeit natürlich größer. Das sehe ich auch an meinen zwei Kindern, die werden immer größer. Und denen kann ich natürlich ein bisschen mehr zumuten, denen kann ich aber natürlich auch das individuell anpassen. Das heißt, auch wenn sich im Kinderzimmer irgendwas ändert, es kommen mehr Lampen dazu, es kommt jetzt eine elektrische Jalousie irgendwann dazu, die gab es noch nicht, kann ich natürlich für die Kinder entsprechend, wenn sie älter werden, das Ganze noch erweitern. Das heißt, die kriegen halt nicht nur einen Taster oder sie kriegen auf allen erstmal dasselbe und dann bekommen sie auf diesen hier das Licht fürs Bett, da bekommen sie das Licht für die Decke, hier kommt die Jalousie hin und so weiter und so fort. Also die Flexibilität ist natürlich da schon größer. Und jetzt kommen wir dazu, aus Kindern werden Leute, das ist ganz klar. Und wenn die Kinder Leute sind, dann wollen sie natürlich auch entweder mehr bedienen oder sie sagen, ich möchte jetzt aber da was ganz anderes drauf haben. Ich möchte das Ganze wirklich ganz einfach haben. So eine Person ist zum Beispiel meine Frau, die möchte nicht die Spielereien haben, die ich habe, sondern die möchte einfach nur reinkommen ins Wohnzimmer, einmal auf den Taster hauen und dann gehen alle Lichter an, zum Beispiel im Wohnzimmer. Da habe ich ein paar mehr Lampenkreise drin, deswegen ist es für meine Frau ein bisschen komplizierter. Es geht aber vielen anderen auch so, also jetzt überlegen wir mal weiter. Also ich bin jetzt ein kleines Spielkind, ja, ich bin eigentlich ein Spielerwachsener. Männer werden nicht so schnell erwachsen, aber ich bin es vielleicht noch nicht. Ich möchte natürlich da ganz viele Spielereien haben. Ich möchte meine Lichter dimmen, ich möchte einzelne Farben ansteuern und so weiter. Das möchte meine Frau alles gar nicht. Die möchte Licht haben, dass sie was lesen kann, dass sie vielleicht was aufräumen kann, dass sie mit dem Handy spielen kann, egal, sie braucht ein Licht. Also einmal draufgehauen, fertig. Ich möchte mir alles individuell einschalten, ausschalten. Kann jeder so machen, wie er will. Deswegen gibt es bei mir eben einmal die komplizierte Variante für mich, damit ich alles verstellen kann, an einem Taster natürlich. Und es gibt einmal die Variante, ich hau einmal komplett drauf und dann geht alles an. Ist auch so in der Programmierung vorgesehen. Und jetzt denken wir mal noch einen Schritt weiter. Ich sag mal, in 30 Jahren bin vielleicht nicht mehr so ein Spielkind. Vielleicht habe ich körperliche Einschränkungen. Und dann möchte ich natürlich nicht mehr komplizierterweise irgendwo was drücken und machen und tun, sondern ich möchte es auch auf einen Schlag haben. Ich möchte es unkompliziert haben. Ich möchte vielleicht durch einen Tastendruck gleich eine gewisse Szene haben. Also das heißt, ich gehe da rein, drücke eine Taste, die Lichter in der Mitte gehen an, an der Seite werden sie gedimmt gemacht, also zum Beispiel in einem Fernsehlicht, ich möchte was gedimmt haben, meine Jalousien sollen runterfahren, auch relativ einfach. Aber jetzt gehen wir auch mal weiter, nochmal 40 Jahre weiter vielleicht oder 50 Jahre weiter, an meinem Beispiel, dann bin ich 86 Jahre alt, vielleicht habe ich überhaupt keine Lust mehr, da irgendwas zu spielen. Oder ich kann nicht mehr so, wie ich möchte. Das heißt, ich sitze im Rollstuhl, was wir nicht hoffen wollen. Also ich möchte natürlich ganz lange leben, aber ich sitze im Rollstuhl und komme jetzt zum Beispiel gar nicht mehr an meine normalen Tasten so hin, wie ich möchte. Um mir aber dafür den Freiraum zu schaffen, ist so ein Smart Home mit Bussystem perfekt geschaffen. Also das heißt, vom Kind bis zum Senior kann man alles einstellen. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut unterwegs bin zu Fuß, ich habe eine Alexa-Anbindung. Also jeder kennt, glaube ich, mittlerweile diese Alexa-Werbung, was da ist, die beeinflusst mir auch immer mein Wohnzimmer. Da sage ich nur noch Alexa, Licht einschalten und das unkompliziert. Oder ich sage Alexa, Licht 50% dimmen. Schon geht die Geschichte los. Ich kann aber auch sagen, Alexa, ich möchte Fernsehen schauen. Dann schaltet er mir meinen Fernseher ein und so weiter und so fort. Also das ein Teil für die Senioren, anderer Teil ist zum Beispiel, um die Selbstständigkeit etwas zu wahren, gibt es mittlerweile auch Sensoren fürs Bett. Also man weiß, okay, ich mache mir ein Profil von dem Ganzen und da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Schritt, also einmal Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft.
Und jetzt nochmal speziell auf den KNX-Bus. Hier stehen alle Schnittstellen im Prinzip offen. Das heißt, ich kann eine Google Home, Google Assistant Schnittstelle einrichten. Ich kann eine Alexa Schnittstelle einrichten. Auch mit der iPhone Siri arbeitet sie zusammen. Sie vor allem, der KNX-Bus arbeitet mit allen dreien zusammen. Überhaupt kein Problem. Das sind zwar autarke Systeme, aber ich kann sie zum Zusammenarbeiten bringen. Und auch für die Zukunft wird es so sein, also Senioren waren wir jetzt, es gibt Sensormatten, wo ich feststellen kann, okay, jemand liegt noch da, der liegt länger als sonst. Ich kann mir ein Profil anlegen in meiner, ja, in meiner Wohnung, in meinem Haus, wo was auf einem Server gespeichert wird. Und wenn sich der Mensch, also auch zum Beispiel der Senior, der eigentlich selbstständig sein möchte, aber es vielleicht ab und zu nicht mehr hinkriegt, wird dann eben festgestellt anhand der Sensormatten, bewegt sich der Mensch, kann er noch was tun oder er setzt einen Hilferuf ab, eben über Alexa, ohne irgendwas drücken zu müssen. Also ich kann ja auch über Alexa telefonieren im Prinzip, also kann ich einen Hilferuf an meine Verwandten absetzen, dass die bitte vorbeikommen sollen oder sowas. Und da ist es halt auch in einem Smart Home wesentlich einfacher, das Ganze zu machen. Ich kann nämlich ein Profil anlegen, also ist der Mensch noch vollkommen da. Ich kann auch natürlich, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, geht es natürlich ein bisschen auf die Sicherheit, aber das kommt immer darauf an, jeder wie er es gerne hätte. Ich kann natürlich sagen, ich möchte das Ganze abgegrenzt haben vom Internet, also nichts kommt ins Internet, oder ich möchte das Ganze wirklich auf einem Server speichern und irgendjemand soll das Ganze überwachen und soll ein bisschen auf mich aufpassen. Also da muss man immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, abgrenzen. Jetzt sind wir wieder bei den Senioren. Noch dazu, naja, das betrifft nicht nur die Senioren, würde ich sagen, das betrifft uns alle, Haushaltsgeräte. Die Einbindung von Haushaltsgeräten in irgendwelche Smart-Home-Systeme. Momentan, also bei mir zu Hause, sieht es zumindest so aus, meine Geschirrspülmaschine lebt autark für sich, mein Ofen lebt autark für sich und mein Kühlschrank lebt auch autark für sich. Weil ich mir noch gedacht habe, das war vor 5-6 Jahren, oder vor 8 Jahren, wo ich mir die gekauft habe, ich brauche die jetzt noch nicht irgendwo in meinem Smart-Home, weil, ja, die Geschirrspülmaschine muss ich sowieso einräumen. Meinen Ofen muss ich sowieso anschalten. Ich muss die richtige Temperatur einstellen. Dann muss ich das Essen irgendwann wieder rausholen. Genauso beim Kühlschrank. Den muss ich selbst befüllen. Der muss mir jetzt nichts sagen. Was aber, genauso die Waschmaschine unten im Keller war bei mir. Sie war mit WLAN, ich glaube, 600 Euro teurer. Wo ich dann auch gesagt habe, also das ist es mir eigentlich nicht wert. Davon abgesehen, dass ich die Waschmaschine relativ selten bediene. Meine Frau sagt, ich brauche kein WLAN an der Waschmaschine, also alles gut. Ja, ist ein bisschen, ich weiß schon. Also, habe ich noch gesagt damals, kein WLAN für diese Geräte, ist es mir nicht wert. Aber ich habe mir dann auch eine Kaffeemaschine gekauft, eine WLAN-Kaffeemaschine. Die war so ein bisschen ein Reinfall. Also sie sollte mich eigentlich in der Früh aufwecken, also über eine App. Und sollte dann, wenn ich wach bin, mir sofort einen Kaffee machen. Oder sie sollte zuvor den Kaffee machen. Also in der Kanne kann ich, ja, in der Kanne. Und ja, hat leider nicht so funktioniert, weil es musste immer die App im Hintergrund laufen. Das heißt, sobald ich mein iPhone auf Flugmodus gestellt habe und die App geschlossen habe, ging diese smarte Geschichte leider nicht mehr. Aber, und da kann ich jetzt auch noch ein bisschen was dazu erzählen, die Entwicklung geht natürlich weiter. In die meisten Geräte wird WLAN integriert werden. Es geht kein Weg dran vorbei. Und jetzt möchte ich aber natürlich, dass in diesem Standard, in diesem WLAN-Standard, den, ja, WLAN hat jeder, aber die Standardkommunikation findet noch nicht statt. Da ist es aber das Schöne, es gibt für den KNX, natürlich auch für andere Geschichten, immer Lösungen, wie ich diese Sachen einbinden kann. Also es gibt Mittel und Wege, egal wie, es gibt kommerzielle Lösungen, es gibt Bastlerlösungen. Ich bin so ein kleiner Bastler, ich programmiere mir das Ganze dann meistens selber. Wenn jemand ein bisschen affin ist, der wird es dann auch können, das ist nicht besonders schwer. Da gibt es zum Beispiel einmal diese kleine Platine hier, das ist der sogenannte Raspberry Pi und der hat zum Beispiel hier eine Schnittstelle und damit, man sieht schon, Netzwerkschnittstelle, ich kann es einmal ganz kurz näher zeigen, einmal eine Netzwerkschnittstelle, dann bin ich schon mal an meinem Netzwerk und hier ist die KNX-Schnittstelle und schon habe ich eine Kommunikation. Das heißt, alles, was sich im Netzwerk befindet, wo ein bisschen Befehle bekannt sind, kann ich prinzipiell, ja, einbinden. So. Jetzt sind wir da schon wieder, Zukunft, und jetzt kommen wir zur Netzwerkfähigkeit. Und jetzt gibt es eben die Kopplung KNX, Netzwerk, Internet, IoT, also Internet der Dinge. Alles, was ich jetzt im Prinzip da möchte, kann ich mittlerweile in den KNX einbinden. Und die Geschichten werden natürlich umso mehr kommen,
umso günstiger werden die. Auch im KNX-Bereich befinden sich die Gerätschaften etwas im Preisverfall, muss man sagen, was aber auch gut ist, meiner Meinung nach, weil die Endkunden, wie ich zum Beispiel auch einer bin, die bezahlen halt nicht 3000 Euro oder sowas für nur einen Monitor, der dann irgendwas anzeigt. Da kann ich ein iPad nehmen und das in die Wand putzen. Also, Netzwerkfähigkeit. Hier drin alleine, wenn man mal hier raufschaut, da steht eine kleine Box. Sie kennen das aber auch, Squeezebox oder Sonos kennen auch viele schon. Die kann ich auch in KNX einbinden, kann sie auch damit bedienen. Und wenn ich dann lustig bin, kann sagen, okay, ich bediene meine Sonos-Geräte mit der Alexa über den KNX-Bus. Also die Schnittstellen sind groß und sind weit. Und natürlich kann ich jetzt auch sagen, ich möchte meine ganzen Netzwerkgeräte zu Hause in das Ganze einbinden. Und da zeige ich euch mal oder Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben. Ist zwar nicht ganz ernst gemeint, aber so geht es bei mir in der Früh los. Und so kann es auch bei anderen losgehen. Natürlich ein wenig abgewandelt, je nachdem, wie man es gerne hat. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Alexa, bis später. Jeder, denke ich mal, oder ja, die meisten, sagen wir es mal so, ich weiß noch nicht genau, wie alt sie alle sind. Ich sehe sie ja leider nicht. Die meisten werden ein Auto haben. Und jetzt ist immer die Frage, wie alt sind die Autos und was können die Autos alle? Also ich mache jetzt mal wieder ein Beispiel von mir. Ich habe ein fast 30 Jahre altes Auto. Und das war natürlich ein bisschen ein höherpreisigeres Auto, damals, wo es neu war. Ich habe es nicht so hochpreisig gekauft, ich habe nur ein gebrauchtes Auto gekauft. Aber, und jetzt an dem Beispiel, sich das mal anzuschauen, was kann denn so ein Auto schon seit 30 Jahren und was können unsere Häuser? Also, Beispiel 30 Jahre 5er BMW. Dieser BMW hat eine Sitzheizung. Dieser BMW hat Anti-Schlupf-Kontrolle. Der BMW hat ein ABS, er hat elektrische Fensterheber, der hat sogar eine Klimaanlage. Es gibt auch welche, der hat meiner nicht, mit Park Distance Control, also diese Einparkhilfe. Was gibt es noch? Ja, alles Mögliche, was Sie sich so vorstellen können. Was ist, also Xenonlicht gab es auch schon bei Audi zum Beispiel vor 30 Jahren. Also das sind alles Geschichten, die damals schon zum Komfort in dem Auto
beigetragen haben. Und wenn man jetzt noch schaut, wie viele Autos von vor 30 Jahren noch rumfahren, das sind ja minimal viele. Aber, und das ist halt das, 30 Jahre alte Häuser findet man des Öfteren. Auch momentan zu überhöhten Preisen. Aber gut, das ist der Markt. So, und diese 30 Jahre alten Häuser können meistens, ja, sie können Licht machen, sie haben eine Heizung drin. Aber das war es dann meistens auch schon. Und jetzt fängt es gerade erst so richtig an, den Komfort auch für diese Wohngebäude zu geben und auch zu einem preislichen, ja, wie soll man sagen, angepassten Preis, so muss man sagen, dass man die kaufen kann. Also Jalousien, die fahren können. Gibt es übrigens auch schon seit 30 Jahren in den Autos. Also fahrende Jalousien, die jetzt eben meine Sicht da verdunkeln. Dann haben wir zum Beispiel Klimaanlagen, die jetzt auch raumgesteuert sind. Dann gibt es also für das Haus jetzt, wie gesagt, wir sind im Unterschied von 30 Jahren, wir bewegen uns gerade in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und jetzt muss man immer auch überlegen, wie lange fahre ich so ein Auto? Auch jetzt die neueren Autos, jetzt machen wir da mal ein Beispiel, was haben neuere Autos? Die haben überall Monitore drin, Kameras haben sie drin, Klimaanlage sowieso, dann haben sie ESP haben sie drin, dann haben sie noch einen Spurassistenten drin. Also alles das, vor 30 Jahren gab es das noch nicht, aber jetzt gibt es es. Aber die Häuser sind jetzt gerade in dem Schritt, wo wir vor 30 Jahren bei den Autos sind. Und jetzt nochmal zu dem, was kostet ein Auto und wie lange möchte man das fahren? Die meisten Autos heutzutage, also meine Autos kaufe ich mit aller wenigstens 10 Jahren. Dann sind sie vom Preislichen her bei mir ganz gut. Die meisten anderen haben ja das Auto schon 10 Jahre gefahren oder vielleicht sogar kürzer. Und jetzt habe ich das Auto 10 Jahre und dann muss es weg, weil es ist ja schon alt. Aber ein Haus wird man nach 10 Jahren natürlich nicht wegschmeißen und sagen, jetzt bauen wir unser neues. Es ist ein riesen Geld, was man in die Hand nimmt. Und da ist es halt das, wenn man einmal ein Haus baut und dann gleich vorsieht, und es müsste ja nicht jetzt gleich die komplette, das komplette Buspaket sein, was man reinbaut, sondern das reicht schon mal, wenn man Busleitung reinzieht. Ist schon mal ein erster Schritt, der es mir ganz, ganz, ganz einfach macht, im Nachhinein einen Bus zu verbauen und dann auch ein zeitgemäßes Gebäude zu haben, sagen wir es mal so. Die ganzen Gewerke, die jetzt da drin sind, Heizung, Klima, dann Elektro, alles in einem zu vereinen, so muss man es ja sagen, das ist eine große Stärke vom KNX-Bus. Und da kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die jetzt eben nur auf den KNX passt. Warum ich auch von dem KNX so begeistert bin, nicht nur von der Funktionalität und von dem, was er alles kann, sondern es gibt halt einfach einen Standard. Das heißt, es gibt mittlerweile ungefähr 300 verschiedene Hersteller, die zusammenarbeiten können. Das heißt, ich kann hier von Jung, von ABB, von Busch Jäger und so weiter alle Geschichten, die man jetzt hier zusammen kaufen kann, muss ich nicht zusammen kaufen, die kann ich auch extra kaufen, die bringe ich auf eine Busleitung und die kommunizieren miteinander. Also ich kann einen Heizungsregler von Busch Jäger nehmen, ich kann einen Heizungsaktor von der Firma Jung nehmen und die arbeiten zusammen. Genauso ein Taster von Siemens, wie er hier im Schulgebäude ist, mit Aktoren von Jung, mit Aktoren von ABB, die können alle zusammenarbeiten. Auch andere, also aus anderen Ländern, ist vollkommen egal, die werden alle einmal zertifiziert und können miteinander kommunizieren und arbeiten. Und das hat man bei keinem anderen Hersteller. Also es gibt ja viele verschiedene Bussysteme, LCN, dann gibt es noch Loxone und so weiter und so fort. Aber da habe ich nicht den Vorteil, 300 Hersteller zu haben, die immer miteinander können. Und ich kann mir das Schönste von dem Ganzen tatsächlich aussuchen, wie es mir gefällt. Sondern ich habe halt bei anderen Herstellern immer nur eine Geschichte, eine Reihe, die ich nehmen kann und die muss ich dann auch tatsächlich verwenden. Problem ist natürlich, sollte es den Hersteller nicht mehr geben. Also bei den anderen, nicht bei KNX. Bei KNX kann ich immer noch sagen, okay, Firma ABB sagt jetzt, es ist nicht, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht mehr lukrativ, an KNX zu machen. Ja, wenn mir jetzt was kaputt geht zu Hause, was mache ich dann? Ja, ist überhaupt kein Problem. Nehme ich halt einen Teil von der Firma Jung, Gira, wie sie alle heißen. Und das ist der größte Vorteil eigentlich vom KNX. Also es gibt zum einen mal einen Standard, dass alle Hersteller miteinander das nehmen. Ich kann frei wählen, welchen Hersteller ich verbauen will und welche ich mischen will vor allem. Ja, und ich kann natürlich auch auf individuellen Geschmack eingehen. Das heißt, sollte ich diese Schalter oder diese Geschichten, die wir hier zum Beispiel haben, sollte ich sagen, na, die gefallen mir jetzt überhaupt nicht, ist überhaupt kein Problem. Es gibt für alles, und da muss ich jetzt einmal hier hintergreifen, es gibt für alles Schnittstellen, das heißt, auch mit so einem Teil hier unten, dass man sieht, hier unten,
das liegt auch hier aus, kann ich ganz normale Taster, Retro-Schalter, es gibt Leute, die möchten so einen Drehschalter haben, wie es in den 1920ern war, Drehschalter eingebaut haben, weil es halt zum Interieur passt. Und das ist mit dem KNX überhaupt kein Problem. Da gibt es Taster-Schnittstellen, die sind gar nicht mal so teuer. Die sind ungefähr bei 30 bis 60 Euro, je nachdem, was sie können. Und dann habe ich auch meinen Retro-Design-Schalter, wie ich ihn möchte, an der Wand über mein Bussystem. Das dann wiederum alles Mögliche kann. Also der Retro-Schalter kann Jalousien fahren, der kann Licht ein- und ausschalten, der kann aber auch sagen, okay, ich möchte alle Lichter mit diesem Retro-Schalter ausschalten. Vollkommen egal, ich kann alles damit anstellen, was ich möchte. Jetzt kommen wir zum nächsten. Grund Nummer 8. Grund Nummer 8 wäre jetzt nochmal das Gewerkeübergreifende. Und jetzt kommen wir auch zum Energiesparen und so weiter. Gewerkeübergreifend deswegen, wir müssen ja schauen, dass wir ein bisschen Energie sparen. Sie wissen es ja mit Sicherheit, ich möchte nicht nur ein KNX einbauen. Jeder baut sich so Styroporplatten an sein Haus, an der Seite, dass ja die Wärme nicht rausgeht. Aber was ist denn das Größte, wo meine Wärme verloren geht? Ganz klar das Fenster. Und jetzt sind wir wieder bei dem Fensterkontakt zum ersten Grund. Ein Fensterkontakt eingebaut. Das heißt, wenn ich im Winter heize und ich mache das Fenster auf, sollte natürlich die Heizung nicht laufen. Auch mit dem KNX null Problemo. Ich mache mein Fenster auf und mein Fensterkontakt gibt mir weiter, hey, Fenster ist offen, mache ich die Heizung mal aus. Also da muss ich gar nichts selber mehr machen, sondern ich mache nur das Fenster auf zum Lüften und die Heizung geht aus. Ja, jetzt sind wir noch bei einer anderen Geschichte. Also jetzt kommt es weiter auf den Grund Nummer 9. Warum möchte ich denn unbedingt so eine Busanlage haben? Energiemanagement und Energieeinsparung. Energieeinsparung haben wir jetzt gerade gesagt. Heizkosten zum Beispiel kann ich sparen damit. Jetzt geht es weiter. Interessant zum Beispiel für die PV-Anlagenbesitzer. Also wenn Sie eine PV-Anlage auf dem Dach haben, wo Sie auch den Strom selber nutzen im Prinzip. Also zum Beispiel mit einer Batterieanlage oder Sie haben eben einen Eigenverbrauchsanteil, den Sie entweder einhalten müssen oder Sie bekommen im Prinzip so wenig, dass Sie sagen, ich möchte lieber mehr Eigenverbrauchen als ins Netz einspeisen. Auch relativ simpel, jede etwas neuere PV-Anlage hat immer an dem Wechselrichter eine Netzwerkschnittstelle. Ja, und jetzt sind wir schon wieder beim Netzwerk. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich kann ja alles ins Netzwerk einbinden, was ich irgendwo hier, was so eine Schnittstelle hat. Das heißt, wenn ich diese Befehle kenne, und bei den meisten Herstellern ist es tatsächlich so, die geben das frei und ich kann die dann auch nutzen. Somit kann ich über meinen Bus diese PV-Anlage auslesen. Das heißt, ich bekomme mit, was habe ich gerade für einen Ertrag. Also wie viel Leistung liefert mir meine PV-Anlage und so weiter. Und jetzt kann ich dementsprechend ja auch, wenn ich umso mehr vernetzte Geräte ich habe, umso besser. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, bei einem gewissen Ertrag von mir aus 4 kW schaltet sich über eine gewisse Zeit, also ich kann auch sagen Mittagszeit, also kann ich mir alles ausrechnen lassen. Es gibt eine Ertragskurve, die wird in der Mittagszeit immer höher werden. So, und anhand der Ertragskurve kann ich mir errechnen, pass auf, ab 10 zum Beispiel steht die Sonne so gut, wenn keine Wolken da sind, das kann ich mir auch vorher anzeigen lassen über den Wetterbericht, wenn keine Wolken stehen, so gut, dass ich sage, jetzt möchte ich meinen Eigenverbrauch erhöhen, das heißt, die Waschmaschine wird angeschmissen, ohne dass ich irgendwas mache. Also das muss ich ihm natürlich vorher einschauen, sage, also ab der Schwelle Waschmaschine ein. Wenn dann die Schwelle weitergeht und sagt, okay, es ist nicht bewölkt, es ist strahlender Sonnenschein, ich muss mehr Eigenverbrauch haben, damit es sich für mich rentiert, also schalte ich den Trockner noch ein. Dann schalte ich vielleicht die Geschirrspüler noch ein. Natürlich muss ich ihn noch einräumen vorher, das ist ganz klar. Es bringt mir nichts, wenn ich den Trockner laufen lasse, es ist keine Wäsche drin, aber gut. Die Trockner erkennt es im Übrigen auch, ob da was drin ist oder nicht. Deswegen fangen sie erst gar nicht an, wenn nichts da ist. Also die neueren zumindest. Ja, und jetzt geht es natürlich auch noch weiter. Wenn ein Pool zu Hause ist zum Beispiel, ja, ganz einfach. Wann muss der Pool laufen? Auf jeden Fall, wenn Sonne ist. Also sobald Sonne da ist, auf einem bestimmten Wert, ab 3 kW, jetzt muss die Poolpumpe laufen. Jetzt muss die Poolheizung laufen. Also um den Verbrauch da nach oben zu jagen, dass man selbst mehr Verbrauch hat als einspeist, weil es halt einfach mehr bringt. Und dadurch spare ich natürlich dann auch am meisten Geld. Ich habe den Eigenverbrauch dann, wenn die Sonne da ist. Wenn ich nicht zu Hause bin untertags, kann ich meistens auch nichts einschalten. Gut. Und jetzt kommen wir noch zum letzten und 10. Grund. Jetzt ist was für die Elektriker, wenn wir hier da sind. Die Verkabelung wird einfacher. Aus dem einfachen Grund, eine Bedingung gibt es, so dezentral anordnen wie möglich. Das heißt, meine Verteiler nicht alle in den Keller packen,
Das ist auch immer so ein, was ich meine Schüler hier sage, packt es nicht alles in den Keller, das wird ein Riesenaufwand, sondern dezentral aufbauen, wenn es geht natürlich. Und dann natürlich nur eine Busleitung ins Stockwerk. Mit der einen Busleitung kann ich dann ringsrum fahren. Ich brauche nicht jeden separat irgendwo in die Unterverteilung reinfahren. Dann geht es natürlich noch weiter. Ich kann mit einem DALI-Gateway, für den, dem es was sagt, das ist bei uns hier in den Geräten ganz rechts angeordnet. Das ist wieder ein anderer Bus, also für die Beleuchtungssteuerung ist der eigentlich gesehen. Und da kann ich auch, wenn ich ein DALI habe, mit einmal einem 5x25, für die, die wo es nicht sagt, denen erklären es die Elektriker nachher, 5x25 nehmen und kann durchschleifen. Das heißt, ich muss auch nicht jede Lampe in die Unterverteilung reinfahren. Heißt, auch wieder eine Riesenersparnis an Kabelweg. Natürlich, wenn er sagt, ich verdiene an dem, wenn ich mehr Kupfer verkaufe, dann ja, muss man es halt anders machen. Aber der Kunde freut sich natürlich, wenn er sagt, okay, hey, jetzt habe ich hier einmal das Ganze, ich muss nur noch schleifen lassen, das ist billiger. Das heißt aber, ich kann mehr investieren in die Ausstattung, die ich habe. Also alles, was günstiger wird da, kann ich dann ins andere vom Elektro reinstecken. Das heißt aber auch, wenn ich schaue, dass ich mit dem Zeug günstiger bin, verkaufe ich natürlich dann auch mehr hochwertige Geräte, was natürlich auch wieder besser für den Geldbeutel vom Elektriker ist. Und, sagen wir mal ehrlich, sowas zu verkaufen ist doch schöner, als eine Stegleitung irgendwo reinzulegen, zu schlitzen und dann noch so einen konventionellen Schalter hinzubauen. In diesem Sinne darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Falls überhaupt noch jemand da sitzt, kann es sein, dass Sie alle schon gegangen sind. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Ihnen natürlich auch bei den Meisterschulen am Ostbahnhof. Lassen Sie sich gut gehen. Ich weiß, im 5. Stock oben gibt es Kaffee und dann verabschiede ich mich. Wiederschauen.